Unser heutiges Abenteuer beginnt am großen Elfenbaum am Weihnachtsabend. Auf zum Nordpol! Los, Beeilung, Elfen! Das Elfenflugzeug muss fertig beladen werden. Geht in Ordnung! Maschine anwerfen! Roger, es geht los, Mr. Elf! Maschine anwerfen! Ja, yeah, sofort! Hallo, Jungs! Hallo, Mädels! Was gibt es denn hier zu sehen? Mein Dad hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Was für eine Aufgabe? Er fliegt gleich hoch zum Nordpol. Was? Zum Nordpol? Ja, wir müssen unsere letzte Spielzeuglieferung für den Weihnachtsmann pünktlich dorthin bringen. Flug 1000! Bitte um Starterlaubnis! Flug 1000! Starterlaubnis wird erteilt! Roger, Bodenkontrolle! Sie das ganze Spielzeug an den Weihnachtsmann. Naja, wer glaubst du fertigt die Spielsachen an, die der Weihnachtsmann den Kindern zum Fest bringt? Elfen? Sehr richtig, wir Elfen. Ah. Elfen arbeiten das ganze Jahr über tief unter der Erde in der Elfenfabrik und stellen Spielzeug her. Dann im Dezember bricht Bens Vater im Flugzeug zum Nordpol auf und liefert die Spielsachen beim Weihnachtsmann ab. Landet er am Nordpol und trifft er dort auch den Weihnachtsmann? Nein, es gibt niemals eine Landung. Er wirft die Kisten mit dem Fallschirm ab. Beim Weihnachtsmann werden die Spielsachen eingepackt und dann bringt er die Geschenke zu den Kindern auf der ganzen Welt. Zu allen Kindern auf der Welt, auch zu unserer Freundin Lucy? Oh ja, auch zu Lucy. Ich liebe das Weihnachtsfest. Und ich liebe Schnee. Ich auch. Ich wünschte, dass es jetzt gleich schneien würde. Ja, es ist doch der Weihnachtsabend. Wann fahren endlich weiße Flocken? Wie mir scheint, ist es Zeit für eine Wettervorhersage. Wettervorhersage? Ja, wir benutzen dazu einfach meinen Elfenwetterdetektor. Wow! Dann kann uns die Maschine wirklich vorhersagen, wann Schnee fällt? Natürlich. Wie funktioniert sie denn? Ich höre nach dem Wetter durch diesen gigantischen Ohrenschalltrichter. Er ist so hochempfindlich, dass ich es sogar hören könnte, wenn ein Schmetterling in Afrika mit den Flügeln schlägt. Können Sie wirklich einen Schmetterling hören? Ah, so laut darf man niemals in den Schalltrichter sprechen. Entschuldigung, weiser alter Elf. So, bitte seid alle ganz still. Ah. Sehr interessant. Hören Sie einen Schmetterling? Nein, was ich höre, ist das Wetter. Welche Art von Wetter denn? Es gibt eine Chance auf Sonne oder Regen, darauf, dass der Himmel klar ist oder auch bewölkt. Wie sieht es aus? Wird Schnee kommen? Ich kann sagen, es ist durchaus möglich. Und andererseits ist es auch nicht möglich. Oh. Ich weiß was. Wir fragen einfach Nanny Plum, ob es Schnee geben könnte. Warum denn gerade Nanny Plum? Nanny kann die Zukunft vorhersagen. Ha! Ehrlich gesagt, das möchte ich sehen. Nanny Plum! Nanny Plum! Du kannst doch die Zukunft vorhersagen, oder? Ja, ja, sicher kann ich das. Können Sie uns dann auch sagen, ob es heute vielleicht noch Schnee geben wird? Ja. Dazu benutze ich gleich meine spezielle Schneevorhersagekugel. Hoho, jetzt verstehe ich. Sie starren in eine Kristallkugel und die sagt uns die Zukunft voraus, wie ich vermute. Ha! Nein, man muss sie nur schütteln und zwar so. Na, wer sagt's denn? Es wird heute noch schneien. Hurra! Stopp, stopp, stopp! Wie um alles in der Welt soll denn ein solches Ding das Wetter prophezeien? Sie hat immer recht, jawohl. Und was wäre, wenn Sie sie im Sommer schütteln würden? Keiner käme auf die Idee, sie im Sommer zu schütteln. Oh, ich bitte Sie, das wäre ja idiotisch. Wenn ich Sie recht verstehe, können Sie genau vorhersagen, wann es anfängt zu schneien. Allerdings, es fängt an zu schneien jetzt. Abracadabro. Halt, das gilt nicht. Quatsch, wieso? Schneefall los! Nanny Plum hat es schneien lassen. Los, sehen wir es uns an. Was? Nichts. Wo ist denn nun der Schnee? Ja, Nanny Plum. Es schneit ja hier drin. Ah. Schnee, Schnee. Machen wir eine Schneeballschlacht.
Nanny Plum, es schneit hier in unserem Wohnzimmer. Ist das Ihr Werk? Ja, allerdings. In Innenräumen hat man aber seinen gemütlichen Sessel und liest. Draußen fällt der Schnee, nirgends sonst. Oh, innen drin oder draußen? Was macht das schon? Nanny Plum, Sie sind gefeuert. Nun machen Sie keine Witze. Hiermit entziehe ich Ihnen Ihren Zauberstab, bis Sie gelernt haben, Ihre Zaubereien besser zu kontrollieren. Was wird dann aber mit dem Schnee? Schluss, soll ich... kein Wort weiter. Oh. Alles sofort raus. Jetzt, nachdem Daddy Nanny Plum den Zauberstab weggenommen hat, wird sie kein bisschen Schnee mehr für uns zaubern können. Und das heißt, dass wir Weihnachten keinen Schnee haben werden. Es kann doch auch noch auf ganz natürliche Weise schneien. Ich höre da gerade irgendetwas. Kannst du Schnee hören? Nein, es ist das Elfenflugzeug. Dad kommt wieder vom Nordpol zurück. Ach, das war zum Glück die allerletzte Lieferung. Daddy, gab es auch Schnee dort? Ja, jede Menge sogar. Ich habe davon so viel gesehen, das reicht bis ans Lebensende. Nun haben Sie ja Ihre Arbeit beendet, Mr. Elf. Können Sie jetzt in Urlaub gehen? In Urlaub gehen? Große Güte, nein, kein Stück. Es ist ja Weihnachtsabend. Da laufen die Vorbereitungen für das große Elfen- und Feenfest. Oh ja, um Mitternacht wird das Fest der Elfen und Feen gefeiert. An jedem Weihnachtsabend. Es gibt Musik. Es wird gesungen. Und es gibt Lampions. Ja, jedoch hängen sich diese Lampions nicht von allein auf. An die Arbeit. Halt, Mr. Elf. Erst musst du dich mal ein kleines bisschen ausruhen. Was, ausruhen? Du hast immerhin das ganze Jahr über hart gearbeitet. Jetzt setz dich hin und entspann dich wenigstens 5 Minuten. Na gut, einigen wir uns auf 3? Du arbeitest einfach zu hart. Elfen lieben es, hart zu arbeiten. Und ich bin ein Elf. Oh, Schatz, du musst dich jetzt wirklich ausruhen. Sag dir einfach, ich bin eine Weile im Urlaub. Vielleicht hast du recht. Ich bin eine Weile im Urlaub. Ach, gar nicht schlecht. Hallo, weiser alter Elf am Apparat. Und hier spricht der Weihnachtsmann. Oh, na sowas, der Weihnachtsmann. Wir vermissen noch einige Spielsachen. Es fehlt die Kiste Nummer 571. Die Kiste 571? Ich brauche die Spielsachen, bevor es Abend wird. Oder ein paar Kinder werden in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschenke nicht bekommen. Lieber Weihnachtsmann, dazu wird es nicht kommen. Wir liefern die Spielsachen pünktlich aus. Ich werde sie zustellen, höchstpersönlich. Nummer 571? Die Kiste kann sonst wo sein. Die werden wir sicher nicht finden. Kann es die sein, vor der du sitzt? Da steht deutlich die Nummer 571 drauf. Was? Sehr gut gemacht, Ben. Du hast sie gefunden. Zum Elfenflugzeug. Wir liefern unverzüglich. Tja, das war ein reizender Urlaub. Vielleicht ein wenig kurz. Bedeutet das, Sie fliegen jetzt nochmal zum Nordpol? Dürfen wir da mitkommen? Dürfen wir, Dad? Bitte. Bitte, Mr. Elf. Na gut, ich freue mich, wenn einer mitkommt, aber wir müssen auf der Stelle starten. Hurra! Fantastisch! Ich werde mir lieber meinen Zauberstab vom König zurückholen. Dafür ist keine Zeit mehr, Nanny. Wir müssen diese Spielsachen zum Weihnachtsmann bringen und das so schnell es nur geht. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Fertig machen zum Abflug, Kapitän. Alle Mann an Bord. Ben, guck nur, es schneit. Oh, wow. Schnee. Nun sehen Sie es. Meine Schneekugel hatte recht, oder? Wofür sind denn all diese Knöpfe gut? Nur nichts hier vorn anfassen, Nanny Plum. Maschine anwerfen? Ja, sofort. Maschine startbereit. Spielen. Oh. Ich auch. Wir fliegen aber nicht dorthin, um im Schnee zu spielen. Wir werfen nur schnell die Spielzeugkiste ab und dann kehren wir sofort wieder um. Oh, dann würden wir auch nicht den Weihnachtsmann treffen. Und gütiger, aber nicht doch. Wir sind auf einer Mission. Das heißt, es wird dort weder Spiele im Schnee geben, noch eine Begegnung mit dem Weihnachtsmann. Freut euch auf unsere nächste Episode, wenn es in den Schnee geht und zu einem Treffen mit dem Weihnachtsmann kommt.